Der ganze Vortrag jetzt geht eher so über die Autonomie von Künstlerinnen durch digitale Tools. Ich will noch mal ganz kurz, weil ich wusste nicht, dass hier jetzt so viele Leute sind, die sich alle mit dem Thema Musiktechnologie beschäftigen. Deswegen normalerweise versuche ich hier kurz noch den Begriff zu erklären, weil es schwierig ist. Weil selbst bei Wikipedia gibt es keinen Begriff für Musiktechnologie, der ist immer noch sehr fokussiert auf Produktionstools, aber mittlerweile ist Musiktechnologie ja viel mehr, also es geht ja in alle Bereiche rein, egal ob es um die Kreation von Musik geht, über Live-Erlebnisse, Konsum, bis hin dazu, wie MusikerInnen heute ein ökonomisches Einkommen generieren können, und das ist zu 99% alles technologiebelastet, also im Grunde genommen ist in der Herangehensweise, wie wir Musiktechnologie sehen, alles, was nicht Singen, Klatschen, Stampfen, Pfeifen ist, ist quasi Musiktechnologie. Also jemand, der eine Gitarre in die Hand hält, benutzt ja auch schon Technologie. Und deswegen sehen wir den Begriff sehr breit, und deswegen finden wir es auch, oder finde ich es total spannend, immer wieder neue Startups, neue Ansätze zu sehen, was so im Bereich Musiktechnologie alles passiert. Ich will nur mal ganz kurz was zu mir erklären. Ich habe mein erstes Startup 2011 gegründet, Nagual Sounds. Das war ein Startup, das seiner Zeit so ein bisschen voraus war. Wir haben das 2015 wieder zugemacht. Wir haben damals eine Technologie entwickelt, mit der wir in Echtzeit Musik generieren konnten, und haben quasi eine Art Tanzspiel gemacht, mit dem wir Musik generieren konnten. Und das hat aber dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Danach war ich beim Music Tech Fest. Das gibt es heute auch nicht mehr in der Art und Weise. Das heißt heute MTF Labs. Das ist so eine globale Community von Menschen, die sich mit Technologie beschäftigen, aber aus den unterschiedlichsten Branchen. Also es sind Leute aus der Automobilindustrie dabei, Leute, die von der NASA kommen, Leute, die keinen Schulabschluss haben, aber super gut sind in dem, was sie machen. Und die haben sich damals immer getroffen, einmal pro Jahr, um dann mit ihrem Wissen neue Technologien auszuprobieren anhand von Musik. Weil wir haben immer dann gesagt, Musik ist quasi der Social Clue, dass die Leute zusammenhält, weil jeder eine Beziehung zu Musik hat. Und da kamen dann immer ganz verrückte Sachen bei raus, von Sensortechnologien, die für Musikerzeugung benutzt wurden, bis hin zu Datensätzen, also die verrücktesten Sachen. Und da habe ich eine Weile lang im Management gearbeitet und bin dann aber weitergezogen, um Music Tech Germany zu gründen, weil die Gründerin von Music Tech Fest oder MTF Labs dann eher in die Beraterrolle in der Politik gegangen ist und jetzt heute Beraterin von von der Leyen ist, und weil sie gewählt wurde zur innovativsten Frau in Europa 2017. Dann habe ich 2017 Music Tech Germany gegründet. Wir sind eben der Bundesverband für Musiktechnologie. Unsere Mitglieder sind nicht die üblichen Musikindustrie-Mitglieder, sondern keine Verlage, Labels oder Manager, sondern eher die Leute, die Tools bauen für MusikerInnen, um kreativ zu sein oder um Geld zu verdienen. Und deswegen haben wir eine ganz andere Herangehensweise. Gleichzeitig sind wir aber auch der Meinung, dass Innovationen in dem Bereich nur stattfinden können, wenn sich eben verschiedene Teilbereiche miteinander vermischen. Deswegen haben wir nicht nur Unternehmen als Mitglieder, sondern auch Wissenschaftseinrichtungen wie das Fraunhofer-Institut oder auch Universitäten, die Leute ausbilden in dem Bereich, um eben dann Startups wie euch die Möglichkeit zu geben, Zugang zu Forschungsergebnissen zu bekommen und vielleicht zu Technologien, die bei einem Wissenschafts- oder Forschungsunternehmen in der Schublade liegen und euch aber helfen könnten, einen Schritt nach vorne zu machen. Gleichzeitig suchen die Forschungsunternehmen meistens Startups, bei denen sie die Technologie einbringen können, weil sie eben angehalten sind, angewandte Wissenschaft zu machen. Und wiederum der Universitätsansatz ist, dass eben auch Leute wie ihr neue Mitarbeiter brauchen, neue Talents brauchen und auch die nicht so einfach zu finden sind. Und deswegen versuchen wir, diese Brücke zwischen diesen drei Bereichen zu bauen, um mehr Innovationen in Deutschland möglich zu machen, weil wir sehr gut sind im Dinge erforschen, aber ganz schlecht im Produkte bauen. Was man beim MP3-Fall gesehen hat, das ja von uns quasi in Deutschland erfunden wurde, aber Geld machen andere damit. Gleichzeitig, wenn ihr ein Video auf eurem Smartphone anguckt, haben den Codec auch Leute in Deutschland geschrieben, und Geld machen Unternehmen wie YouTube. Eben, unsere Mission als Verband ist, dass wir eben ein Netzwerk innerhalb von Deutschland herstellen. Wir versuchen, einen Wissenstransfer von Technologieanbietern zur Musikwirtschaft oder zur traditionellen Musikindustrie aufzubauen. Wir beraten Fördermittelgeber und die Politik, was sich verändern muss, damit mehr Innovationen in Deutschland in dem Bereich stattfinden können. Und wir forcieren globale Kooperationen. Das sieht so aus, dass wir mittlerweile ein Netzwerk haben zu anderen Musik-Tech-Ökosystemen, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Und wir sind jetzt gerade dabei, einen Europaverband zu gründen, der dann schon 11 verschiedene Länder innehaben wird, in dem sich verschiedene Musik-Tech-Ökosysteme miteinander connecten, um dann eben
Leuten wie euch die Möglichkeit zu geben, in anderen Ländern einen Fuß in die Tür zu bekommen oder mit Leuten zu sprechen, falls ihr einen Markt in Schweden, Finnland oder Frankreich eröffnen wollt. Und genau, unser Interesse ist es, dass es eben außerhalb der deutschen Grenzen auch Kooperationen zwischen verschiedenen Music-Tech-Anbietern gibt. Wie ihr das wahrscheinlich, also vieles von dem, was ich sage, werdet ihr vielleicht schon wissen, weil ihr in dem Bereich selber tätig seid. Aber wie gesagt, der Talk ist eigentlich für Künstlerinnen gedacht. Wie uns allen ja bekannt ist, ist mittlerweile die ganze Wertschöpfungskette von Musik total aufgebrochen durch Technologien. Was früher ein Studio benötigt hat, reicht heute ein Laptop. Wo man früher Regalplätze hat kaufen müssen in irgendwelchen Märkten, kann man heute selber machen, den Vertrieb. Auch das, was die Charts früher waren, ist nicht mehr so groß an Relevanz, weil jeder seine eigenen Charts in Form von Playlists herstellen kann. Und auch der Konsum hat sich krass verändert in den letzten 80 Jahren, von nur daheim sitzen oder nur anwesend sein, wenn jemand performt, bis hin zu jeder Musik, die es auf der Welt gibt, jetzt miteinander sich rumzutragen. Die große Frage ist aber, was kommt als nächstes? Weil das ist ja ein ständig sich entwickelndes, eine ständig entwickelnde Industrie ist, in der immer was passiert. Und da es immer technologiegetrieben ist und Technologien auch immer zugänglicher werden, gibt es eine ganze Reihe an Modellen und an Möglichkeiten, neue Märkte zu eröffnen, beziehungsweise neue Möglichkeiten zu generieren für die Musikindustrie, aber auch für Artists, um eben sich künstlerisch zu entfalten oder Geld damit zu verdienen. Was ich jetzt mache, ist, ich habe es in drei Blöcke eingeteilt und ich werde in jedem Block Beispiele für Unternehmen vorstellen, die sich quasi damit beschäftigen, neue Wertschöpfungsmöglichkeiten im kreativen, aber auch im ökonomischen Bereich aufzumachen. Der erste, ein guter, für die von euch, die das nicht kennen, es gibt den Gartner Hype Cycle. Wenn man tatsächlich sich überlegt, okay, ich möchte mir eine neue Technologie aneignen und möchte gucken, dass ich mit der im Musikmarkt was erreiche, ist das immer ein ganz guter Gradmesser, der Gartner Hype Cycle dort. Die nutzen ganz viele Datenpunkte auf der ganzen Welt, um eben zu schauen, okay, was für Predictions können wir machen, wie sich Technologie entwickeln wird in den nächsten Jahren. Das ist der von diesem Jahr. Es macht Sinn, zurückzugucken, was 2017 quasi in diesem Gartner Hype Cycle predicted wurde und was jetzt heute tatsächlich passiert. Dort war das Thema Blockchain was, wo zum Beispiel, oder Virtual Reality, wo gesagt wurde, in den nächsten 2 bis 5 oder 5 bis 10 Jahren wird so eine Marktplateau erreichen und das sind wir ja heute quasi auch. Das ist nicht alles, was dort erklärt wird, funktioniert tatsächlich für Musik. Aber es ist eine gute Benchmark, um zu gucken, okay, was macht Sinn für mich, vielleicht mich zu beschäftigen, wenn ich einen Plan habe über die nächsten 2 bis 5 bis 10 Jahre hinaus. Den ersten Bereich, der sehr spannend ist für Künstlerinnen, ist der ganze Bereich Music Education und Music Creation, was früher irgendwie isoliert stattgefunden hat oder wo man nicht die Möglichkeit hatte, sich selber Dinge anzueignen oder mit Dingen zu experimentieren, ist heute viel leichter, weil es eben Anbieter gibt, die einem ermöglichen, mit Musik ganz anders zu interagieren. Hier in Berlin sitzt die Firma, die Scoof heißt, und glaube ich mittlerweile der größte Anbieter, was Pianolernen angeht. Die nutzen auch haben früher eine Technologie genutzt, die beim Fraunhofer entwickelt wurde, also eine künstliche Intelligenz, die dir hilft, beim Musikspielen oder beim Klavierspielen schneller Fortschritte zu machen. Das heißt, deren AI hört dir zu, währenddem du Klavier spielst und hilft dir dann quasi Vorschläge zu machen, welche Bereiche mehr trainiert werden müssen, damit du schnell besser wirst. Und vor allem muss man das nicht anhand von langweiligen Klavieretüden machen, sondern kann das tatsächlich anhand von Musikstücken machen, die bereits ein bisschen bekannter sind. Das heißt, der Eintritt, sich ein klassisches Instrument anzueignen, wird durch so eine Technologie extrem erleichtert. Eine der besten Collaboration-Apps, die es da draußen gibt in meinen Augen, ist Endless. Endless ist eine App von Tim Exile aus England. Das Coole daran ist, dass es eben sowohl eine Desktop- als auch eine App-Version gibt. Man kann mit dieser App quasi Riffs, nennt er das, oder Loops produzieren und gleichzeitig diese Loops dann aber auf der Plattform anbieten, dass andere damit weiterarbeiten können. Und so entsteht quasi ein konstanter Flow in der Art, Musik zu produzieren mit Menschen überall auf der Welt. Und diese Riffs können dann eben abgespeichert werden und wiederverwendet werden und am Ende jetzt sogar verkauft werden auf dem Marktplatz, den die kreiert haben. Und zu jeder Zeit ist dort eigentlich, sind dort immer ein paar hundert oder ein paar tausend Leute online, mit denen man zusammen Musik produzieren kann, was in meinen Augen auch ein wahnsinniger Gamechanger ist, wenn man das nochmal 30 Jahre oder 20 Jahre zurückdenkt. Da war es noch nicht möglich, mit Leuten auf der ganzen Welt gleichzeitig Musik zu machen.
Deswegen wird in dem Bereich mit Sicherheit noch viel mehr passieren. Und wir sehen das auch, dass es immer mehr Apps gibt, die einem ermöglichen, Musik zu produzieren oder herzustellen. Ich habe das hier Multipurpose Audio Devices genannt. Mod Devices kennen bestimmt auch einige hier. Ist auch eine Technologie oder eine Art von Startup, die relativ weit vorne sind in dem, was sie machen, weil sie eben diese Open-Source-Plattform gebaut haben. Also Mod Devices ist entstanden aus der Idee, dass es für Gitarrenspieler immer eine ziemliche Menge an Pedals geben muss, die vor einem stehen, wenn man live performt und das relativ aufwendig ist, das immer mit sich rumzuschleppen. Mod Devices hat quasi ein Device gebaut, in dem alle denkbaren Pedals vereint sind in digitaler Form und gleichzeitig noch einen Open-Source-Marktplatz eröffnet, wo Entwickler neue Effektgeräte und neue digitale Devices bauen können, die sich dann in dieses Hardware-Endgerät einbauen lassen, sodass man als Gitarrist oder aber auch mittlerweile mit den anderen Devices, die sie gebaut haben, als anderer Musiker, sich einfach ein Hardware-Device hinstellt und dann Zugriff hat auf eine ganze Bandbreite von Effektgeräten und Dingen, die früher als einzelne Hardware-Produkte verkauft wurden. Das Coole an diesem Open-Source-Marktplatz ist, dass es ständig wächst, weil jeder eben dort digitale Effekte einreichen kann, die dann wiederum von anderen gekauft oder kostenlos genutzt werden können. Und da wird mit Sicherheit noch viel mehr passieren in dem Bereich, wo sich die digitale und die analoge Welt miteinander vermischt und wo sich die Möglichkeiten gerade jetzt auch durch AI noch viel, viel, viel mehr vergrößern in der Zukunft für Künstlerinnen. AI ist generell gerade überhaupt überall ein heißes Thema, egal ob es Generative AI ist oder andere Arten von AI, die auch für Musik benutzt werden. Es gibt große Diskussionen, was die Rechteklärung und die zukünftige tatsächlichen Möglichkeiten von AI in Musik betrifft, weil es eben viele Leute gibt, die nicht wollen, dass künstliche Intelligenzen mit deren Musik trainiert werden. Chamberhook nimmt dann einen ganz anderen Ansatz. Ich finde, das ist ein sehr smartes Unternehmen. Das ist ein VST-Plugin, das quasi einem Musikproduzenten zuhört, währenddem er seinen Song produziert in irgendeiner DAW. Und wenn man dann irgendwie nicht mehr weiterkommt, dann kann man das Chamberhook-Plugin öffnen und die AI hört quasi, wie weit der Prozess bis dahin war und sucht dann aus einer Loop-Cloud von 1 Million Loops die passenden Loops aus, die in dem Produktionsprozess an der Stelle passen würden. Und ich als Musikproduzent kann mich entweder dadurch inspirieren lassen oder kann direkt auch diese Loops nutzen. Die Rechte dafür sind alle geklärt und dadurch viel effizienter und viel schneller ans Ende kommen. Das wird mit Sicherheit in der Zukunft ein großes Thema werden, diese Assistant AI, die einem hilft beim Musikproduzieren. Und das andere große Thema bei der Musikkreation sind Music Wearables. Da ist seit diesen Ringen und den Soundbrenner-Metronomen nicht so arg viel passiert. Für die, die es nicht kennen, Soundbrenner hat einen Metronom hergestellt, haben mittlerweile die am besten oder am häufigsten gedownloadete App für Metronome im Musikbereich und sind damit quasi Marktführer. Haben jetzt aber mittlerweile ihren Marktplatz auch weiter geöffnet, indem sie andere Hardware-Produkte verkaufen für die Leute, die sich sowieso schon für so Wearables interessieren. Aber mit der ganzen Entwicklung von Sensortechnologie, auch mit den Biofeedback-Daten, die von der Apple Watch oder von anderen Watches sowieso schon generiert werden, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich da noch mehr Anwendungen bilden werden, die dann auch diese ganzen Sensordaten, die bei der Apple Watch oder bei anderen Sensoren, die bei denen Sinn macht, genutzt werden, um Musik-Experiences zu beeinflussen oder Musik-Experiences zu kreieren. So, das sind so die fünf Hauptfelder, in denen, ich glaube, das ist im Bereich Music Education und Music Creation relativ viel in der Zukunft noch passieren wird und wo es schon viele schöne Beispiele gibt. Und was vor allem den Künstler und die Künstlerin ziemlich autonom werden lässt von großen Unternehmen, an die sie vorher noch gekoppelt waren oder diese nutzen mussten, um kreativ zu werden. Der zweite Teil ist eben diese New Music Experiences mit der ganzen Welt, die sich da draußen ständig verändert und mit neuen Technologien, die sich uns ja quasi schon aufdrängen. Gibt es natürlich auch jede Menge Unternehmen, die sich mit dem Bereich beschäftigt haben. Das ganze Thema 3D Spatial Audio oder generell 3D Audio ist seitdem Amazon und Apple Music das anbieten und in der Zukunft wahrscheinlich andere Streaming-Service-Anbieter auch noch anbieten werden. Mit Sicherheit ein großes Thema, auch was das ganze Thema Musik in Virtual Reality angeht oder in Augmented Reality in der Zukunft.
Bisher war es immer das Problem, dass Musikproduzenten nicht so richtig wussten, wie sie Musik für 3D-Umgebungen produzieren sollten. Es gab wenig Anwendungen dafür, die nicht super kompliziert waren. Und der Effort, den die machen mussten, um sich dann damit zu beschäftigen, war den meisten zu groß, weil sie auch nicht wirklich eine Wertschöpfung davon gesehen haben. Mit der Möglichkeit jetzt aber über Dolby Atmos die Musik auch zu verwerten auf diesen Streaming-Anbietern, gibt es auch mehr, die sich dafür interessieren. Und Dear Reality ist jetzt nur ein Plugin, das quasi die Möglichkeit, dem Musikproduzenten die Möglichkeit gibt, relativ easy in seiner Musikproduktionsumgebung, die er sowieso nutzt, dieses Plugin zu nutzen, um dann Content zu produzieren, der von vornherein für 3D-Audio gedacht ist. Und da gibt es ganz viele Anwendungsmöglichkeiten und da wird mit Sicherheit noch viel passieren in der Zukunft. Im Thema Virtual Reality gibt es mit Sicherheit ganz viele Beispiele für Music Experiences. Die sind alle, die ich bis jetzt ausprobiert habe, haben mich jetzt nicht so wahnsinnig umgehauen, weil es dort nicht wirklich eben diesen 3D-Spatial-Audio-Ansatz gab oder eben Dinge, die wirklich sich unterschieden haben von dem, was man in einer 2D-Stereo-Welt erleben kann. Das Interessante bei Patch XR ist, dass es dass die einen ganz anderen Ansatz nehmen. Also ich bezeichne es immer so als das Max MSP für die virtuelle Welt. Man kann quasi tatsächlich von null an anfangen, sich eigene Instrumente und eigene Instrumente und Effekte zu bauen und sich quasi eine Welt zu erschaffen, in der man im dreidimensionalen Raum sich ein gigantisches Musikinstrumenten-Universum aufbaut, mit dem man dann Musik kreieren kann. Gleichzeitig kann man das Ganze dann auch exportieren in Objekte, die dann im Spiel benutzt werden können von Leuten, die sich mit den Instrumenten dann beschäftigen wollen in dem Spiel. Ich glaube, da wird relativ viel noch passieren, weil dieser ganze, wie kreiere ich Musik im virtuellen Raum, in dem ganzen Space, das ist noch nicht so wirklich viel passiert, ist auch ganz schön kompliziert, weil es eben in der zweidimensionalen Welt sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz werden da mit Sicherheit auch Leute, sollte Virtual Reality irgendwann mal tatsächlich abheben, sich damit beschäftigen wollen und dann ist es gut, wenn es Anbieter gibt. Smart Audio Branding ist was sich langsam entwickelt, aber immer mehr. Ich habe hier ABC DJ als Beispiel genommen, weil das ein Forschungsprojekt war vom IRCAM und von der TU Berlin und von einem Unternehmen, das Hirdis heißt. Die Idee, die haben oder was sie generell machen, ist Hirdis, ist, die machen In-Store-Music. Das fällt den wenigsten auf oder wissen die wenigsten, aber wenn man oft in Stores oder in Hotels geht, die Musik, die dort gespielt wird, ist tatsächlich konzeptionell erstellt worden für die Gäste, die in das Hotel gehen. Also meistens wird geguckt, was für ein Branding Wert hat dieses Unternehmen, was für eine Message wollen die verbreiten und dann wird anhand dessen wird Musik erstellt, die dann in den jeweiligen Umgebungen läuft, um eben den Menschen, die sich dort aufhalten, das Gefühl zu geben, dass sie sich dort wohlfühlen und im besten Fall in Stores natürlich sich dann länger drin aufhalten. Das funktioniert auch ganz gut. Da gibt es tatsächlich Zahlen, dass sich mit der richtigen Musik Leute bis zu 20% länger im Laden aufhalten. So was ABC DJ macht, ist, dass die noch andere Technologien mit eingebaut haben, von Kameras, die im Laden aufgehangen sind, bis zu Sensoren, die draußen hängen. Und dann funktioniert das so, dass quasi, ich habe ein Geschäft, das verkauft Lederwaren für Leute von 50 plus und deswegen ist die Musik auch für diese Leute in dem Laden angepasst. Wenn es aber dann draußen regnet und eine Schulklasse von 20 oder 18-Jährigen reinkommt, dann ändert sich die Musik entsprechend, damit auch die Leute, die dann im Laden sind, sich wohlfühlen. Und die Idee von diesem Smart Audio Branding ist, dass sich Musikumgebungen anpassen anhand der Zielgruppe, die sich in den jeweiligen Umgebungen aufhält. Das kann auch später im Auto sein oder am Flughafen oder in ganz anderen Locations. Da wird mit Sicherheit auch noch der Nutzung von Sensortechnologien für die Kreierung oder Kuration von Musik in Umgebungen wird in der Zukunft bestimmt auch eine große Rolle spielen. Metaverse-Concerts, ich bin kein großer Fan von Metaverses, von diesem Begriff Metaverse, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass mit diesen Konzerten in Roblox und Fortnite ja doch eine ganz erhebliche Anzahl von Leuten erreicht wird. Nichtsdestotrotz ist es nicht unbedingt das, wo die Reise am Ende hingehen kann oder soll, weil es relativ aufwendig ist, es zu produzieren und sich nicht jeder leisten kann. Die Firma Condens, die hier ausgewählt hat, da gibt es noch zwei, drei andere, die das auch machen, bieten quasi Packs an, wo man sagt, okay, ich würde gerne mit meiner Band ein Konzert in der virtuellen Realität spielen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das technisch umsetze. Und dann bieten die quasi haptisches Equipment an, das ausgeliehen werden kann,
womit quasi Konzerte live gestreamt oder aber auch recorded werden können, sodass dann aus der realen Welt dreidimensionale Charaktere erstellt werden, die dann einfach in eine virtuelle Welt platziert werden können, sodass es möglichst realistisch passiert. Ist noch relativ teuer, sowas umzusetzen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Zukunft die Zukunft nicht darin liegt, dass wir nur noch digitale Avatare haben, die in den virtuellen Welten performen, sondern sollte dieser Hype tatsächlich konstant bleiben oder noch wachsen, wird es mit Sicherheit viele Bands geben, die dort stattfinden wollen. Und dann sind solche Services, glaube ich, sehr wichtig, um eben den Zugang zu diesen Welten verschiedenen Bands und MusikerInnen zu ermöglichen. Ja, Music Recommendation ist ein Riesenthema seit jeher, seit Spotify, seit immer eigentlich. Cyanide ist hier ein Startup hier aus Berlin. Die machen da eher den B2B-Weg, indem sie einen Katalog auf sogenannte Creative Meta-Tags sortieren. Das heißt, sie suchen nicht nur nach BPM, Key und den üblichen Dingen, die bei Music Recommendation mit einbezogen werden, sondern haben ganz viele andere Parameter, die sie noch Musikstücken zuordnen und dadurch ihren Kunden, was TV-Stationen oder aber auch Verlage sind, deren Kataloge geordnet werden sollen, womit sie denen ermöglichen, ihre Kataloge neu zu ordnen. Die haben jetzt gerade diese Woche ein neues Feature rausgebracht, was auch nur für den B2B-Markt zugänglich ist, aber wo es eben darum geht, Musik durch Textprompt auszuwählen. Funktioniert tatsächlich gar nicht schlecht. Das bedeutet, wenn deren Kunden quasi keine Idee haben, was sie für eine Musik nehmen wollen, können sie einfach wie bei DALL-E oder bei Midjourney oder bei all den anderen für visuelle Art, machen die das Ganze quasi für Musik. Man kann dort eingeben, ich möchte irgendwie einen dunklen, mystischen Sound haben, der zu einer Umgebung von Schlössern im Dschungel bei Dunkelheit sind, und dann sucht deren Maschine quasi aus den ganzen Katalogen, die dort hinterlegt sind, die Musik aus, die dann passen würde. Dadurch spart natürlich jemand, der im Sync-Bereich unterwegs ist oder eine Agentur, spart er natürlich Zeit, um lange zu suchen. Auch wenn vielleicht nicht der erste Hit der richtige ist, kann man dadurch relativ viel Zeit sparen, um Musik zu finden. Und es ist der erste tatsächlich smarte Ansatz, wie man Textprompt in Musik übersetzen kann, ohne dass generative Musik dabei eine Rolle spielt. Auch da ist natürlich alles ein bisschen zweischneidig. Ich nenne mir das Beispiel so, wenn ich an ein brennendes Haus denke und dafür Musik finden will, dann haben manche Burning Down the House im Kopf, andere haben einen Metal-Song im Kopf, andere haben, das heißt, es kommt immer auch daher, wo man musikalisch sozialisiert wurde. Das heißt, so eine Textprompt-Eingabe kann eigentlich nie zu 100% für jeden funktionieren. Aber im Allgemeinen funktioniert das relativ gut. Man muss sich dann vielleicht einfach mehr spezifisch äußern in seinem Textprompt, damit dann auch das Richtige vorgeschlagen wird. Nichtsdestotrotz wird in diesem ganzen Music Recommendation AI-Bereich in der Zukunft noch viel, viel mehr passieren, sodass wir noch mehr auf uns angepasste Musik haben werden, gerade als Brands oder als Leute, die in dem Kontext stattfinden. In der dritte und letzte Bereich ist Big Data und Fan Engagement. Ich glaube, auch da ist da passiert in den nächsten Jahren sehr viel. Für die hier nicht kennen, Warm ist in meinen Augen ein total unterschätztes Tool, das eigentlich jeder Musiker oder jede Musikerin nutzen sollte. Die screenen über 40.000 Radiostationen weltweit und man kann dort quasi seinen Song eingeben und kann dann den Service suchen lassen, wo der Song gespielt wurde, zu welcher Zeit, wie lang, wann, ob er ganz gespielt wurde, ob er abgebrochen wurde und so weiter und so fort. Das heißt, für mich als Künstlerin, das ist sehr wertvoll, um vielleicht auch ein College-Radio in Amerika zu finden, das vielleicht die ganze Zeit meinen Song rauf und runter spielt, wo ich vielleicht Fans habe, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Und durch diesen Service kann ich eben diese Fans erreichen und mit denen mit diesem Tool dann quasi arbeiten, um vielleicht meine nächste Tour zu planen oder mehr Targeted Advertising für den Bereich zu machen. Wie gesagt, es ist für Künstler ausgelegt, dieser Vortrag, deswegen ist viel für Künstler hier drin. Rootnote ist auch ein sehr gutes Beispiel für Tools, die viel zu wenig Künstlerinnen nutzen. Heute ist es so, dass viele Künstlerinnen in ihr Instagram-Dashboard gehen und gucken, wie haben meine Posts performt, dann gehen sie auf Spotify for Artists und gucken, wie haben meine Songs performt.
Und das machen sie auf jeder Plattform, auf der sie irgendwie aktiv sind, was extrem viel Zeit kostet und extrem umständlich ist. Was Rootnote macht, ist, die haben ein Dashboard gebaut, in dem ich alle Services von Twitch über YouTube, über alles, was man sich vorstellen kann, einbinden kann und sagen kann, so, okay, ich öffne einen Service, nämlich Rootnote, und sehe dann auf diesem Service in dem Dashboard, wie haben meine Songs, meine Posts, meine ganzen verschiedenen Inhalte, die ich auf Plattformen publiziert habe, wie haben die performt? Wo ist der größte Wachstum? Auf welche Plattform sollte ich mich konzentrieren? Wann wurde welcher Song am meisten gespielt? Und die haben noch ein zusätzliches Feature integriert, in dem quasi gleichzeitig auch noch ausgerechnet wird, wie viel Geld der jeweilige Künstler oder die Künstlerin verdient haben hätte sollen mit dem jeweiligen Content, den sie auf den verschiedenen Plattformen gepostet haben, sodass es für Künstlerinnen sehr wertvoll ist, um zu gucken, okay, wo macht es Sinn, dass ich noch mehr stattfinde und wo macht es keinen Sinn, weil da sowieso kaum mehr Geld bei rüberkommt. Notation Software gibt es mittlerweile auch mehrere Tools dafür, ist gerade für Künstlerinnen, die jetzt vielleicht nicht aus dem klassischen Bereich kommen und Musik auf Notenblättern kreieren, sondern eher in ihrer DAW. Ist ein guter Weg, um mit Fans zu interagieren und denen zu ermöglichen, mit der eigenen Musik zu interagieren. Das heißt, ich kann einen WAV-File an Sound Notation schicken und die schicken mir quasi einen Sheet Music Blatt aus oder zurück, PDF zurück. Und auf die Art und Weise kann ich, selbst wenn ich Techno oder House produziere, meinen Fans die Möglichkeit geben, das auf dem Klavier oder auf der Gitarre nachzuspielen. Gleichzeitig bieten die auch noch den Service an, dass, wenn die Sheet Music generiert wurde, dass sie dann auf Amazon verkauft werden kann oder auf anderen Plattformen, was eine noch weitere Einkommensquelle für Künstlerinnen sein kann, um mit ihrer Musik Geld zu verdienen. Web3 hat bestimmt jeder von euch jetzt mittlerweile mehrfach auf dem Schirm gehabt, hat den extremen Hype erlebt in den letzten 1,5 Jahren, beziehungsweise die letzten 2, 3 Monate hat es ja wieder abgenommen. Ist eine Fortführung der Blockchain Technologie aus 2015, 16, wo der erste große Hype war, wo es um ICOs ging, wo jeder gedacht hat, er muss jetzt irgendwie dort dabei sein und einen Coin bauen und quasi was von dem Markt abschöpfen. Gab wenig Innovationen in dem Bereich. Auch jetzt ist es noch so, dass es im Musikbereich im Web3 wenig Innovationen gibt. Wir können da gerne drüber diskutieren. Ich persönlich bin der Meinung, dass Musik-NFTs auf gar keinen Fall irgendeine Zukunft haben und sehe da auch keine große Wertschöpfung bis jetzt im Musikbereich. All die Plattformen, die bis jetzt gebaut wurden, nehmen im Endeffekt das Web2-Konzept und bauen es im Web3-Konzept um. Es gibt ein paar Ausnahmen, so wie Opulous oder Royal, die eben dann auch noch die Fractionalization von Musik machen und gleichzeitig noch NFTs dafür anbieten. Ist alles auf extrem dünnem Eis gebaut, weil es rechtlich überhaupt nicht reguliert ist und das den Leuten mit Sicherheit in der Zukunft auf die Füße fallen wird. Und alles andere, was es da draußen so gibt, hat im Grunde genommen keinen großen Innovationscharakter. Aber die Blockchain-Technologie an sich hat enormes Potenzial für den Musikbereich. Da ist nur bis jetzt noch nicht so arg viel passiert, was sehr schade ist. Aber ich glaube, wenn der Hype wieder abgenommen hat und sich die Leute mehr mit der Technologie beschäftigen und tatsächlich den Mehrwert der Technologie erkennt, dann wird es hoffentlich in den nächsten Monaten und Jahren andere Anwendungen geben, die vielversprechend sind. Ein Beispiel ist tatsächlich Anode Music. Die machen das Ganze, also die lassen das Ganze auf einer Blockchain laufen, aber sprechen nicht so arg viel drüber. Die gibt es mittlerweile als App, gibt aber auch eine Webseite zu. Dort kann ich oder ihr, wer auch immer, er kann sich dort anmelden und kann quasi Anteile an einem Katalog von Royalty-Ausschüttung von verschiedenen Künstlern bekommen. Das bedeutet, ich kann dort sagen, ich möchte irgendwie 5 Anteile von der Royalty-Ausschüttung von dem Katalog, der dort zur Verfügung steht. Und dann bekomme ich jedes Mal, wenn eine Verwertungsgesellschaft Geld ausschüttet, diesen Anteil eben auf mein Konto dort überwiesen. Und gleichzeitig halte ich aber noch Anteile an dem jeweiligen Katalog. Das heißt, wenn der Katalog wertvoller werden sollte, weil es irgendwie einen Sync-Deal gab oder sonst irgendwas, dann steigt auch der Wert meines Investments in die jeweiligen Anteile in dem Katalog. Ist so ein bisschen wie der Stock Market, nur dass die Stocks dort nicht irgendwelche Unternehmen sind, sondern eben Musikkataloge. Und ich persönlich glaube, dass
Das tatsächlich eins der heißesten und größten Themen in den nächsten 2, 3 Jahren werden wird, weil es eben Musikerinnen die Möglichkeit gibt, ihre Songs oder ihre Rechte oder ihre Royalties weiter zu verwerten, indem sie es auf der Plattform stattfinden lassen und gleichzeitig ihre Fans mit einbinden, um eben am Erfolg teilzuhaben, was natürlich dann dazu führt, dass die Fans viel Werbung und viel die Kataloge viel pushen werden, damit der Wert ihres Investments in die Anteile natürlich steigt. Und mit der Möglichkeit, das zu tun, ist natürlich ein ganz neuer Markt eröffnet, weil bis jetzt konnten Kataloge nur große Investmentfirmen kaufen, so wie Hipgnosis oder andere. Und dadurch wird quasi der Zugang ermöglicht für die breite Masse, was nochmal ein Riesenunterschied ist. Anode macht das Ganze, die kommen aus der Banken- oder Finanzwirtschaft. Gleichzeitig haben sie aber diese ganze Systematik nochmal auf eine Blockchain gelegt, aus verschiedenen Gründen. Da glaube ich, da ist viel Musik drin im wahrsten Sinne des Wortes. So, die wollte ich euch vorstellen. Dann zum Schluss mein Credo, was ich immer noch versuche, Leuten klarzumachen, ist, dass wir das Schöne sind. Die Musiktech-Welt ist nicht so wie die alte traditionelle Musikindustrie. Bei uns gibt es nicht so eine Ego-Mentalität und so eine Ellenbogenwirtschaft, sondern tatsächlich ist das Schöne im Musiktech-Bereich, dass es viele Kollaborationen gibt. Anders würde es auch gar nicht funktionieren. Das heißt, nicht zu schauen, wie kann ich es alleine schaffen, sondern zu schauen, mit wem kann ich zusammenarbeiten, wo gibt es Technologien, die ich nutzen kann oder wo gibt es vielleicht sogar Forschungseinrichtungen, die mir helfen können. Deswegen liegt die Zukunft dann nicht in Ego-Systemen in der Musiktech-Wirtschaft, sondern in Ökosystem. Und daran zu arbeiten, sollte, glaube ich, also das machen wir mit Music Tech Germany sowieso, aber ich glaube, das sollte auch der ideale Zustand für ein Startup in dem Bereich sein, sich selber immer wieder zu überlegen, mit wem könnte ich denn kooperieren, sodass es für beide Teile eine Win-Win-Situation ist. So, soweit war das. Ich hoffe, ich habe das jetzt in knapp einer halben Stunde haben wir das jetzt, haben wir jetzt das durchgebracht und ich freue mich jetzt auf eure Fragen oder Anmerkungen oder